Hast du dich auch schon mal gefragt, warum im Laufe des Abends, wenn du ein Make-up aufgetragen hast, du das Gefühl hast, du alterst? Du bekommst Falten. Falten, wo du vorher keine hattest. Woran liegt das? Und wie kann man da entgegenwirken? Ich erzähle es dir heute. Bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Body Dream Skin and Body Management und ein kräftiges Grüezi in die Schweiz. Habe ich jetzt auch ein paar Abonnenten. Seid auch hier herzlich willkommen. Heute ein ganz schweres Thema. Warum altere ich, wenn ich ein Make-up aufhabe oder warum altere ich weniger Stunden? Wenn ihr mal darauf achtet und im Laufe des Abends, ihr gebt euch so viel Mühe mit dem Make-up zum Draufsetzen, ja, und habt schon alles weggemacht und alles sieht toll aus, und auf einmal, ein paar Stunden später, kommen diese Falten und dann denkt ihr, oh Gott, das kann nicht sein. Vielleicht liegt ja am Make-up, billiges Make-up gekauft, das ist es. Dann kauft ihr euch teures Make-up. Die Verkäuferin sagt, ja, mit dem teuren passiert das nicht und. Und dann tragt ihr das auf, sagt, super, jetzt habe ich mal so gefühlt ein schweineteures Make-up gekauft und ihr seht, Mist, funktioniert das Gleiche oder es passiert das Gleiche. Ja, liegt es am Make-up? Nein, es liegt nicht am Make-up. Ja, die teuren Make-ups haben ihre Berechtigung. Nein, wenn man die Grundregeln nicht beachtet, dann funktioniert das auch nicht. Also, wir haben letztes Mal schon angefangen, oder beziehungsweise ich habe mit euch schon langsam erarbeitet, die ganzen Pinsel, die es so gibt. Hier oben geht es zu dem Pinselvideo. Jetzt müssen wir uns Schritt 2 angucken. Schritt 2 ist die Basis. So, das heißt, wir haben hier oben Pinsel. Jetzt müssen wir Basis setzen. Die Basis setzen. Was heißt denn das, die Basis setzen? Die Basis setzen ist ganz einfach. Natürlich gehört davor eine gescheite Gesichtsreinigung. Auch hierzu, klick, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Jetzt haben wir das alles schön gereinigt. Wir sind jetzt eigentlich bereit. Nee, nicht ganz. Jetzt kommt die Tagespflege drunter oder ein Serum. Das heißt, nehmt irgendeine Creme, dass die Haut gut versorgt ist. Warum ist das mega wichtig? Damit die Haut nicht die Feuchtigkeit aus dem Make-up rauszieht. Es hat also was mit Feuchtigkeit und Make-up und Pigment zu tun. Damit die Haut schon mal grundsätzlich gesättigt ist, nehmt bitte eure Tagespflege oder noch schöner, wenn ihr habt, weil ihr ein Make-up tragt, ein konzentriertes Serum, was ihr auftragt. Dieses bitte einwirken lassen. Jetzt, wenn das drauf ist, dann immer noch kein Make-up. Weil jetzt brauchen wir so ein bisschen was wie doppelseitiges Klebeband. Man nennt es auch so Teppichklebeband. Sowas gibt es auch für das Make-up. Das nennt sich Make-up Base. Gibt es wieder von mehreren Herstellern. Guckt euch ein bisschen um. Ich kann euch natürlich nur wieder zwei erzählen. Von Jean Marcel. Und zwar, das eine ist so ein bisschen durchsichtig. Ja, so, ich zeige es nochmal kurz. Prima. Davon braucht ihr auch wirklich nur ein Hauch von einem Müh, also sozusagen fast gar nichts. Ich weiß gar nicht, sieht man es nicht? Ich glaube, man sieht es nicht. Ich mache nachher mal ein kleines Foto dazu rein. Kann es nicht sehen. So. Das mache ich jetzt drüber. Das ist für Leute, die sagen, prima, ich brauche eine kleine Grundierung, einen kleinen Haftgrund. Ja? Das heißt, ihr teilt dieses wirklich auch nur hauchdünn. Bitte, 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 bitte. Auch wirklich nur hauchdünn auf, weil wenn ihr das zu dick macht, fängt das an zu krümeln und dann krümelt euch das ganze Make-up runter. Hier ist die Kunst bei dieser Basis, dass ihr das wirklich hauchdünn auftragt, damit es nicht anfängt zu ribbeln, sondern wirklich wie ein doppelseitiges Klebeband oder wenn ihr so wollt, als Binder zwischen dem Make-up und der Haut liegt. Wenn ihr jetzt so kleine Unebenheiten habt und sagt, oh, die möchte ich eigentlich vorher schon mal ein bisschen ausgleichen, dann gibt es das auch noch mit einer leichten Tönung schon drin. Ja,
Das heißt, hiermit kann ich auch, ich nehme mal ein bisschen, wieder ein bisschen drauf, wieder nur so ganz wenig. Also ihr seht, es ist wirklich wenig drauf auf dem Finger. Ich weiß gar nicht, ob man es wieder sehen kann. Ja, und verteilt das. So, auch wieder nur ganz dünn. Und damit bringt ihr schon so ein bisschen die Haut zum Leuchten. Bitte auch nur ganz vorsichtig und nicht so mit Druck, ne? Das funktioniert auch nicht, sondern wirklich nur ganz leicht drüber streifen, dass ich das wirklich auch mit der Haut ein bisschen verbinden kann. So, das heißt, wir haben jetzt einen Aufbau von Haut gereinigt. Dann haben wir die Tagespflege oben drüber oder ein Serum. Und jetzt unsere Make-up-Base. Was haben wir jetzt damit erreicht? Wir haben die Haut super versorgt. Das heißt, sie saugt nicht auf einmal wie Weltmeister was an, wenn was an Feuchtigkeit kommt, was in den meisten flüssigen Make-ups ja nun drin ist. Und damit das trotzdem hält, haben wir so ein kleines Klebeband drüber gemacht, so einen kleinen Schutzfilm. Manchmal im Winter oder wenn es kalt ist, trage ich das auch einfach ganz alleine auf die Basis, um einen kleinen Schutzfilm zu haben. Das kleine Schutzmäntelchen für draußen. So, und jetzt ist die Haut super vorbereitet, um das Make-up aufzutragen. Wie wir den richtigen Ton finden und welches Make-up für dich das Beste ist, das machen wir dann beim nächsten Mal. Heute fassen wir nur zusammen, dass wir die Basis setzen. Das ist wirklich mega wichtig. Glaubt mir, es kostet nicht alle Welt und ihr kommt Ewigkeiten mit dem Zeug auf. Weil ihr könnt es gar nicht dick auftragen, sonst bröselt es runter. Sondern wirklich nur hauchdünn als Schutzmantel. Ich habe sogar Kundinnen dabei, die haben dieses mit dem leicht getönten und sagen, ach, wenn ich morgens so aufstehe und nur mal schnell zum Brötchen holen bin, dann mag ich gar kein großes Make-up auftragen. Sondern da mag ich nur die Unebenheiten reinbringen oder rausholen mit diesem kleinen Farbton. Und ich bringe so ein bisschen die Haut zum Leuchten und sehe ganz frisch aus. Zusammenfassend sind wir beim Make-up jetzt stehen geblieben bei Punkt 2. Pinsel und die Basis setzen. Reinigung, Pflege, Basis setzen. Hört sich immer ganz viel an, ist aber ganz wenig. 3 Punkte. Und jetzt, beim nächsten Video, da unterhalten wir uns mal, wie finde ich denn den richtigen Make-up-Ton, der zu mir passt? Und wie schaffe ich es, dass ich diese komischen Kanten, die man immer mal wieder gerne sieht, nicht sehe? In diesem Sinne, dein Aussehen, deine Visitenkarte, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.